Hans-Uli Lehmann, drei Fragen, drei Antworten. Wie wir wissen, war dein Vater Aufseher im Gefängnis. Wie war deine Erziehung? Hart. Nein, wir waren vier Buben, ich der Älteste und dann drei hinten an. Und du kannst dir vorstellen, also, da hat es eine harte Hand gebraucht vom Vater, dass wir pariert haben. Weil wir haben allerlei Flausen im Kopf gehabt und allerlei angestellt als vier Buben. Aber es hat uns gut getan, über eine harte Hand, und wir sind nicht falsch rausgekommen. Energiepreise und Benzinpreise steigen weiterhin rasant an. Wie siehst du die Zukunft und was wäre dein Ansatz, um den Preisanstieg zu stoppen? Ganz einfach, aufhören in der Ukraine, dann würde der Preis rasch wieder fallen. Aber wahrscheinlich ist es eine Illusion. Meiner Meinung nach können wir auch selbstverständlich die Preise senken, indem der Bund auch weniger Zölle erheben würde. Und das der Preis gesenkt würde, dem Bürger ein bisschen weniger Geld zu Portemonnaie ausgenommen würde. Aber ich glaube, das ist politisch im Moment nicht durchsetzbar. Der Bund füllt sich die Kasse mit den hohen Zöllen, zockt den Bürger ab. Und da müssen wir uns wahrscheinlich auch daran gewöhnen im Moment. Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Airlines streichen wegen Personalmangel Flüge. Gehst du auch in die Ferien und wenn ja, fliegst du? Nein, ich fliege nicht. Ich fliege relativ wenig. Ich fahre Velo und wenn ich fliege, fliege ich Helikopter, dass mein CO2-Abdruck wieder stimmt. Da habe ich eine Balance. Auf der einen Seite fahre ich Velo, auf der anderen Seite fliege ich Helikopter. Dann stimmt mein CO2-Zeugnis in der Gesamtbilanz. Danke vielmals. Gerne geschehen.